For today's story, I'm going to concentrate on the past tense preteritum. So sit back and enjoy. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute erzähle ich wieder ein Märchen. Und es ist das Märchen von Rotkäppchen. Rotkäppchen ist ein kleines Mädchen mit einer roten Jacke und einem roten Hut. Wir sagen der Hut oder die Kappe. Und weil es eine kleine Kappe ist, sagen wir Käppchen. Also, sie hat eine kleine rote Kappe auf dem Kopf. Deshalb heißt sie Rotkäppchen. Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen lebte bei seiner Mutter am Waldrand. Das Mädchen hieß Rotkäppchen. Und das Mädchen hatte eine Oma, eine Großmutter. Die Großmutter lebte in einem kleinen Haus im Wald. Aber die Großmutter war krank. Also sollte Rotkäppchen seine Großmutter besuchen. Rotkäppchen sollte einen Korb mit Essen bringen. Die Mutter richtete den Korb und Rotkäppchen brachte den Korb zur Großmutter. Sie ging in den Wald und im Wald traf Rotkäppchen einen Wolf. Der Wolf stellte sich freundlich. Er tat, als ob er freundlich wäre. Er war nicht freundlich, aber er sah freundlich aus. Und Rotkäppchen grüßte. Sie sagte, "Hallo Wolf!" Und der Wolf und Rotkäppchen unterhielten sich. Sie sprachen miteinander. "Wohin gehst du?" fragte der Wolf und Rotkäppchen erzählte, wohin sie geht. Sie erzählte, dass sie ihre Großmutter besuchen wollte. Sie erzählte, dass die Großmutter krank war. Und dann verabschiedeten sie sich und jeder ging seine Wege. Der Wolf kam zuerst am Haus der Großmutter an. Und der Wolf war nicht freundlich. Er wollte nicht zu Besuch kommen. Der Wolf war hungrig und wollte die Großmutter fressen. Die Großmutter lag im Bett. Sie war krank, sie hatte keine Kraft und der Wolf fraß die Großmutter auf. Der Wolf trug die Kleider der Großmutter und der Wolf lag in Großmutters Bett. Als Rotkäppchen kam, war sie ganz ahnungslos. Sie hatte keine Ahnung, dass der Wolf da war. Sie kam ins Zimmer und sah eine Person im Bett liegen. Sie dachte, es wäre die Großmutter. Aber es war nicht die Großmutter, es war der Wolf. Als sie näher ans Bett kam, sah sie den Wolf. Sie sah, dass es nicht die Großmutter war. Sie sah, dass es der Wolf war. Und der Wolf sprang aus dem Bett. Er sprang aus dem Bett. Und Rotkäppchen erschrak. Oh, Hilfe! Sie erschrak sehr. Sie ließ den Korb fallen. Sie ließ den Korb fallen. Der Korb fiel auf den Boden. Und Rotkäppchen schrie laut. Hilfe! Sie erschrak und schrie. Vor dem Haus im Wald
war ein Jäger. Und der Jäger hörte das Rotkäppchen schreien. Er wunderte sich, was ist passiert? Und er ging zum Haus. Er kam in das Haus und er sah den Wolf. Er sah das Rotkäppchen. Natürlich hatte der Jäger ein Gewehr und er tötete den Wolf. Er tötete den Wolf und er rettete die Großmutter und natürlich auch Rotkäppchen. Das ist das Märchen von Rotkäppchen in Präteritum, in der Vergangenheit. If you want to watch more videos about German fairy tales, so you can listen to a German story and improve your German, here's a whole playlist with them, so please enjoy. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Mach's gut und bis dann. Tschüss.